Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal Forest Village, eine weitere Folge. Es ist zum Glück wieder Tag, ich hatte es mal ein bisschen laufen lassen. Das Spiel habe ich laufen lassen natürlich. So, wir haben Herbst. Ich glaube, die Kartoffeln werden nicht alle eingeholt werden. Also Gemüse haben wir echt genügend, Obst macht mir ein bisschen Sorgen. Und wir haben einen Huhn, einen Starthuhn hieß es. Gell? Schön picken und vermehren bitte. Hier habe ich noch einen Weg drum gezogen. Wird gerade angelegt von der jungen Dame hier. Okay, der Herbst ist da. Ich werde mal die Sammlern hier absetzen. Also, dass er nicht mehr sammelt. Kann ich nicht hier irgendwie mehr einsetzen? Oh mal, dann machen wir das hier so. Ab in den Hühnerstall. Dass hier auch mal was gearbeitet wird. Was ist das? Ein Tier töten. Button nicht drücken. Gut, dann wird hier gearbeitet, kann auch nur einer arbeiten an dem Gehege. Okay, ah ja, guck mal hier. Das Grasfeld ist weg, dann können wir hier schon mal jemand abziehen. Das können wir, da können wir auch einen abziehen, haben wir auf zu arbeiten. Hier kann ich leider nicht mehr einsetzen. Doch, vier. Los, abernten. Go for it. Jetzt hoffe ich mal, dass das langt. Puh. Gut. Werkzeuge sind wir am Limit mit 70. Dann ziehe ich auch mal den ab. Schneider hat sowieso keinen Flachs. Brauchen wir nicht einsetzen. Und hier setze ich nochmal einen zweiten ein. Wobei, das sind wir am Limit mit 600, ne? Gut, gehen wir hier auf 700. Können die noch weiter hacken. Die Sammler können noch arbeiten. Das heißt, einer baut noch Stein ab. Stein ab? Hä? Achso, das meinte eine Bauarbeiter. Ist sie fertig? Ne, dauert noch. Ist noch nicht durch. So, noch ein Baby geboren. Das heißt, wir haben 8, 9, wir haben fast 40 Bewohner. In den nächsten Quartal brauchen wir auf jeden Fall, also Flachs können wir uns glaube ich sparen. 144 Klamotten müssten reichen für die. Ich würde sagen, in dem nächsten Quartal 312. 136, das ist größer, das Feld. Ich würde sagen, dann machen wir hier im nächsten Quartal, machen wir hier Hafer für die Tiere. Und hier auf dem Feld machen wir nochmal Weizen. Brot. Brot geht immer sofort drauf, gell? Die backen sich hier einen Ast ab. Aber die Leute fressen das ganze Brot weg. Aber wir kommen hier, vom Ausgleich ist ganz gut. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass wir zwei Sammler haben. Dass wir nicht genügend Obst haben. Wie weit ist hier mit dem Weg? Da ist noch ein bisschen Arbeit. Aber der Weg ist zumindest zwischen den Feldern. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schön. Oh, Herbst. 6 Grad. Guck mal hier. Wir können rein theoretisch schon ernten. 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 Komm, hol das Zeug noch von den Feldern, bitte. Dann haben wir zumindest ein bisschen Obst. Ich hoffe, dass das hier nicht ein Bug ist. Es hieß ja mal, dass irgendwie, wenn ich das zu früh drücke, dass die Bäume weg sind oder so ein Kram. Wir werden es in der nächsten Saison erleben. So, die haben abgebaut. Oh, ein Ei schon. Essen die direkt? Wahrscheinlich schon, ne? Da kommt Obst rein. Sehr gut. Schön speichern. Nicht abstürzen im Spiel. Das war total klasse. Danke. 0 von 27.
Ah, wir haben Minusgrade, okay. Dann können wir die abziehen. So, das müsste aber reichen. Das müsste reichen, da sollten wir über den Winter kommen. So, dann weißt du was, schicke ich hier einen dritten Holzhacker mit rein. Und wir setzen sieben und einen Lehmine, das müsste reichen. Ja, niemand arbeitslos. Das ist schon mal fein. Gut. Ja, mal gucken, wie wir über den Winter kommen, aber ich glaube, das sollte hinhauen. Wir hatten noch ein bisschen Obst. Oh, guck mal hier, Brot im Plus. Da ist jemand auf keine Kohlenhydrate, oder? Ausdefiniert für den Sommer. Boah, jetzt habe ich hier eine Welle im Feld, sehe ich ja jetzt erst. Wenn da mal ein Regenguss kommt, ist hier aber ein schönes Swimmingpool angesagt. Naja. Okay, die Sammler können wir abziehen. Dann haben wir noch welche für die Lehmhütten. So, ich hoffe, es wird niemand krank. Obst ist bei 20. Hier fehlen die Ressourcen. Deswegen haben wir sie abgezogen. Gut. 484 Holz. Mal eigentlich hier wieder auf 600 gehen. Hat eigentlich gereicht. Verbraucht auch das Holz nicht so hoch. So, gehen wir mal alles durch. Das ist auch immer wieder, jedes Jahr musst du hier umkalkulieren. Ein Bauarbeiter lassen wir einfach jetzt mal. Sechs Fischer haben wir die ganze Zeit schon eingesetzt. Wir haben keine Sammler, weil es zu kalt ist. Wir haben fünf Jäger. Genau, ich hatte den nächsten hier dazu ins Dorf gesetzt, damit die Hühner nicht kapeister gehen. Die haben niemanden zum Ernten. Wir haben einen, der die Hühner betreut. Zwei Bäcker, die backen schon die ganze Zeit durch. Ein leichtes Plus ist angesagt. Die vier, die Holz holen, das läuft eigentlich auch ganz gut mittlerweile. Ja. Ich würde sagen, Bildung fehlt, oder? Dass wir mal eine Schule hier reinkleistern. Vielleicht hier so hin. Vielleicht hier den Weg entlang ziehen. Ich weiß nicht, wo hier der Weg geht. Man sieht es ja leider nicht. Was kostet denn so eine Schule? Was haben wir denn noch? Den Hafen? Den Hafen lohnt sich nicht, weil da brauchen wir erst mehr... da brauchen wir Milch. Wie kommen wir denn an Milch ohne Hafen? Ich kann ja keine Kühe hier einsetzen, ne? Eine Weide. Habe ich ja nicht. Wie komme ich da hin? Mit einem Hafen allein wegen der Optik bauen, ne? Also. Wo ist denn eigentlich der Hafen? Hui. Leichtes Ruckeln im Spiel. Wird denn das Ding gebaut? Hä? Wie krumm ist denn der gedacht? Hier vorne, oder? So rum, hätte ich gesagt. Jo. Jo, jo, genau. Ah, was ist denn das? Warum scrollt er denn so komisch? Jetzt. Können wir den vielleicht hier... Hör doch mal auf, Spiel. Können wir vielleicht hier zwischensetzen? Nö, findet er nicht so geil. Ach, das würde gehen. Guck mal. Das ist ja cool. Aber da brauchen wir viel mehr Erz und viel mehr Stein. Aber hier würde der hinpassen. Und ich würde sagen, das... Nee, fügt sich nicht ein. Nee. Habe ich gerade gesehen, das passt nicht. Hier durch diese Landzunge passt er nicht hin. So würde es gehen. So, und dann einen Weg haben wir ja hier schon, ne? Ne, der verarscht mich. Hier oben ist rot. Okay, müssen wir uns dann angucken. Okay. Gut. Ja, das heißt, das nächste ist vielleicht doch der Hafen, wobei wir Erze bräuchten. Schade, dass es da nicht in die Ecke geht. Dann kommt der Hafen hier vorne hin oder so.
Am besten wäre ja da, wo ein Lager ist. Jo, dann vielleicht doch hier neben den Fischer. Oder ich klatsche den Fischer weg. Der produktiv ist ja eh nicht. Den setzen wir hier hin und dann machen wir einen Hafen hier vorne an diese Spitze. Ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Ja. Ja. Oder neben Sägewerk. Ja, ist auch eine Überlegung. Mal gucken. Ja, da brauchen wir noch einiges. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, wir haben ein Krankenhaus. Wir haben die Feuerstelle, wir haben den Brunnen, das haben wir sowieso schon gesetzt. Bier brauchen wir nicht. Die Schule wäre schon ein Trick, ne? 390 Holz hätten wir. 230 Erz. Erze fehlen. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die Erzmine, weil wir ein bisschen Holz haben. Dann haben wir auch diese Erzprobleme gelöst. Oder auch nicht gelöst, aber erstmal gebaut. Wir können uns ja schon mal umgucken. 510 Holz. Wo ist hier eine schöne Stelle? Wo ist eigentlich die Lehmmine? Du bist die Lehmmine. 4000. Haben wir noch irgendwas Grünes? Oh. Nicht gut. Auch kaum grün, ne? Oh. Leider darf der feine Herr nicht bauen. Das passt aber hin und vorne. Was waren das eben? 180? Er konnte eben bauen, kurzfristig. Ne, es lohnt sich nicht. Dann würde ich sagen, doch da oben. Gelb, gelb, gelb. Ne, ich glaube, es sieht nicht gut aus. Da. Da würde es noch gehen. Was haben wir denn hier? 4000, 3100. 4400, sagen wir mal. 4,8 habe ich kurz gesehen. 4,8 sind hier. 4,8, was ist hier? 3,4, wo wollt ihr das andere hinsetzen? Wo ist es denn gewesen? Hier. Hier 2 ist auch gut. Und das ist in der Nähe hier von der anderen Hütte. Hier 2, 4,2, 49. Zum ersten und zweiten und gesetzt. Cool. Gut. Die Sommer. Das Brennholz ist jetzt ein Problem, ne? Die brauchen immerhin so viel Brennholz, dass ich hier nicht auf die 510 komme. Naja. Können sie mit dem Winter wenigstens da oben schon was Material hinpacken? Ah ja, wird schon gemacht. Sehr gut. Ja, das geht vom Abstand. Dann mache ich hier noch einen Weg runter. Wo ist es? Da. Hier so ein Winkel oder so. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Dem ist gut. Das Kind Vanessa ist älter geworden. Oh, ich glaube, demnächst kommen einiges an Arbeitern hinzu. Das wäre natürlich fein. Wir können ja mal einen Holzhacker weniger, einen Bauarbeiter mehr. Ich weiß nicht, wie lange der Steinbruch. 3 kann er vertragen. Ja, da machen die das schon. Wo sind wir denn überhaupt? Winter sind wir noch. Jahr 10. Wir kommen ins Jahr 11. Oh, Duschigen. Duschigen? Oh, das eine sieht aus wie ein Hahn, oder? Ein bisschen. Rote Kopf. Also ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall 2. Das ist schön. Finde ich auch schön, dass es nicht, dass es die gleiche Textur hat, sondern dass sie sich auch so ein bisschen unterscheiden. 27 Hühner würden da reinpassen. Das ist mal ordentlich. Wieso habe ich denn die Statistik schon wieder ausgeblendet, ich Profi? Da sind wir.
gut, dass es automatisch speichert. Ich glaube, wenn das Spiel nicht automatisch speichern würde, hätte ich so manchmal vergessen zu speichern. Aber heute läuft stabil. Sehr gut. Oh, 4 Eier schon. Wie sieht's eigentlich mit dem Essen aus? Frisst jetzt keiner Obst? Oder geht es nur so langsam weg? Ende des Winters. Okay, also wir überleben auf jeden Fall. Jetzt mit den Obstbäumen. Wenn wir die Obstbäume haben, sollten wir auch mit mehr Leuten überleben. Das heißt, wir könnten uns... Wir können uns noch ausbauen. Da ist noch Potenzial. Und ich würde sagen, der Hafen kommt hier hin. Vielleicht machen wir auch direkt neben Fischer und ich lasse den Fischer einfach da, den jetzt abzubauen. Macht auch überhaupt gar keinen Sinn. 41 sind im Synapsia Village. Kann man das eigentlich im Nachgang noch umbenennen? Nee, ne, geht nicht, ne? Nee. Ende des Winters, minus 6 Grad. Wie weit ist da oben? Okay, die Ärzte, die sind dringend notwendig. Und dann würde ich sagen, als nächsten Step machen wir die Schule und dann denken wir über den Hafen und so weiter nach. Komm, mach das. Und echt ordentlich Holz, ne? Boah, wir haben 6 Leute in der Steinmine. Wie viel brauchen wir für eine Schule? 200, da haben wir mehr als genügend. Weißt du was, die ziehe ich mal hier ab. Und dann setzen wir einen Bauarbeiter mehr dran. Brennholz, wir müssen wieder Brennholz produzieren. So, die sind schon mit. Achso, ich weiß, was ich machen wollte. Wir machen hier mal auf 2, da auf 2. Wir müssen nämlich jetzt gleich in der Mini mit einsetzen. Leben haben wir nämlich mehr als genügend. Genügend. Bäume abhacken. Du darfst weichen. Du. Du. Du bist weg. Wieso ist denn jetzt keiner arbeitslos? Ich habe 7 Leute, die eigentlich nicht in Beschäftigung sind. Warum hat er keinen Zzz? Oh, das wollte ich nicht, ist egal. Den. Ja, die hatte ich doch angeklickt, oder hatte ich die? Hatte ich wohl nicht. Hören sagen, Herr Richter. So, den da. Hä? Ach, man sieht's nur nicht. So, den machen wir noch weg. Und die 3. So. Schönchen. Können wir mal ein bisschen Gas geben. Minus 5 Grad. Okay, vor Frühling. Ah, wir haben das Holz zusammen. Wir haben uns auf 10 Holz runtergeschafft. Das ist natürlich nicht ganz so viel. Aber dafür wird jetzt auch... Okay, die bauen die Mine. Dann werden wir hier einen Weg machen. Vielleicht hier so ran? Nee, machen so. Und dann gibt's bald Ärzte. Und dann gibt's bald eine Schule. Minus 3 Grad, okay, wir können noch niemanden einsetzen. Oh, ein drittes Hühnchen. Oh, guck mal, wieder ein anderes. Ein Albino-Hühnchen.
laufen aber komisch. Wie cool, ein Albino-Hühnchen. Screenshot, Minions. So, ist schön. So. Und... Katsching. Sehr schön. Ein Schneeweißhuhn. Ich finde es schön, dass sie unterschiedlich sind. Wirklich. Finde ich sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Das ist wundervoll. Eine wundervolle Idee. Wo ist denn hier nicht der Eingang? Ach, der ist hier drüben. Da wächst ein Baum vor der Tür. Was ist denn da los? Zugewachsener Eingang. Eine wundervolle Idee. So, so, so. So. Aus dem Haus raus. Einfach nur schön. Hatte ich eben den Dings ausgeblendet, als ich das Screenshot gemacht habe? Weiß ich gar nicht. Wir sind ja auch am Ende einer Folge. Ich busel schon wieder rum, gell? Ich habe schon wieder ganz andere Gedanken. Ich bin praktisch schon in der nächsten Folge. Ich bin schon in den Screenshots. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Life is futile, wenn ihr mögt. Morgen. Bis dann. Tschüss.